entschuldigt erstmal mein Aussehen und die Lichtverhältnisse, obwohl ich finde, in dieser Ecke hier geht's eigentlich. Das soll jetzt nur eine kurze Info zu Merle sein. Also ja, wie soll ich sagen? Also Merle ist vorhin leider verstorben. Neben mir oder sozusagen auch auf meinen Schoß. Ja, es war mal was ganz anderes irgendwie. Bis jetzt bin ich ja immer dazu gekommen, wenn Tiere schon verstorben waren. Also ich war noch nie direkt dabei. Ich muss sagen, es war schon ja, ein ganz anderes Gefühl, ja, mal dabei zu sein. Und ich muss sagen, ich bin einerseits klar ein bisschen traurig und andererseits bin ich aber auch froh, weil ich hätte sie ja eh nicht behalten können. Und sie konnte zwar vor ein paar Wochen schon mal sitzen und auch 3 Schritte laufen, aber in letzter Zeit war es eigentlich so, dass sie das wieder nicht mehr konnte und dass sie eigentlich immer nur rumlag und das sowieso, ich hätte sowieso nur noch maximal 14 Tage behalten können oder so 5 Wochen. Also es wäre eine Frage der Zeit gewesen. Und die Unterfahren hat zu mir gesagt, ich habe sie ja dann angerufen, wo ich gemerkt habe, dass Merle wahrscheinlich verstirbt, weil das habe ich einfach gemerkt. Und da habe ich sie halt angerufen und sie ist glücklicherweise auch gleich dran gegangen. Und ja, ich habe mir erst Vorwürfe gemacht, weil ich so dachte, habe ich was falsch gemacht, habe ich ihr vielleicht nicht genug zu trinken gegeben bei der Hitze. Und ja, dann aber gesagt, das ist Quatsch, wenn Merle nichts trinken wollte. Ich kann sie ja nicht reintrinken und die hat gesagt, sie soll mir nicht selber Vorwürfe machen. Das ist nun mal das Schicksal. Das Schicksal hat sich so entschieden. Und wie gesagt, ich bin ja auch einerseits froh, dass es so gekommen ist, weil ja, wir hätten sowieso weitersehen müssen, weil sie hat zu mir gesagt, sie hätte sie auch nicht bei sich behalten können. Also, wir hätten sie nicht ewig legen können. Von daher hätte man früher oder später sowieso überlegen müssen, was man macht. Sie hat gesagt, sie hätte sie auch nicht tot gemacht. Sie hätte sie dann halt auf die Weide gelegt. Und spätestens dann hätte sie sich entweder der Fuchs geholt oder irgendein anderer Falke oder so. Also, dass ich gehört habe, ich habe hier die Fenster gekippt, weil es ja jetzt mal bei uns regnet. Und ja, ich habe da nur so gedacht, als ist mir dann nur vorhin so aufgefallen, heute ist ja der 24.7. Wenn ihr das seht, ist bestimmt der 25. Habe ich nur dann so, ist mir dann nur so im Nachhinein jetzt gerade eingefallen, ist das schon ein komisches Datum. Weil vor 3 Jahren ist das ja mit den Nachbarn ist das ja mit der Nachbarin passiert. Und da habe ich mir heute, wollte ich auch ein Video drehen, beziehungsweise ich habe was für die Nachbarin gemacht, aber dazu in einem anderen Video. Ich dachte dann nur im Nachhinein, ist es schon ein komisches Datum, dass Merle genau heute stirbt, da habe ich schon gedacht. Ist jetzt schon irgendwie ein bisschen komisch. Ja, wie gesagt, ich bin einerseits froh und andererseits natürlich traurig, aber die Traurigkeiten, klar, man sollte sich nicht so zu Herzen nehmen, weil man hat gewusst, es ist nur befristet und es ist so das Beste, weil, wie gesagt, wir hätten sie nicht ewig pflegen können und wir hätten ihr, vor allem hätten wir mir alle auch keinen Gefallen getan, weil so ein Leben nur auf der ein Leben lang nur auf der Seite liegen, klar. Meine Hausarztin hat gesagt, die kennst du doch nicht anders. Aber trotzdem, wie gesagt, ich hätte sie nicht behalten können.
Die aus den Töpfern hätte es auch nicht bei sich behalten können. Wie gesagt, die hättest du nur auf die Weide getan. Dann hätte ich auch ein anderes Tier geholt. Also ich bin auch einerseits froh, dass sie bei mir irgendwie sterben konnte, weil ja, sie kannte mich ja nur. Und ja, die aus den Töpfern hat gesagt, spätestens wenn ich sie wieder zu ihr gegeben hätte, wäre sie schon vor lauter Liebe. Weil ich bin ihr Rudel, ich war ihr Rudel sozusagen, ihre Herde. Und wenn ich nicht mehr da gewesen wäre, wäre sie vor lauter Liebe, vor lauter Sehnsucht vielleicht auch verstorben. Das war ja auch so meine Befürchtung, dass das dann der Fall ist und dass ich dann nicht bei ihr sein kann und so. Oder nicht in ihrer Nähe sein kann. Trotzdem kam das heute ein bisschen sehr überraschend, weil heute früh hat sie noch rumgezickt, war beleidigt mit mir, war eigentlich noch ganz normal. Ich war dann eigentlich erst später, na gut, die war in allgemein in letzter Zeit ruhiger geworden, was ich nicht schlimm fand, aber sie war trotzdem noch, sie war halt trotzdem noch irgendwie die Alte. Sag mal jetzt mal so. Und dann wurde sie aber dann, wo es dann bei uns angefangen hat zu regnen, ich weiß nicht mehr, wie spät da war. Lass es um 5, 6 gewesen sein, wurde sie immer ruhiger. Dann war es, wo ihr habt ja gesehen, dass sie einen ziemlich schiefen Kopf hatte. Habt ihr ja mal gesehen, vielleicht hänge ich euch auch noch die letzten Bilder dran, die ich heute Vormittag geschossen habe, vielleicht hänge ich die euch noch hinten dran oder ich mache mal in den nächsten Tagen nur ein Video mit Bildern, das muss ich mal schauen, aber ich muss sagen, die letzten Bilder, die ich heute Vormittag geschossen habe, die sind auch nicht wirklich gut geworden, also da war sie gerade bockig mit mir und deshalb sehen die Bilder ein bisschen komisch aus, weil ich sie da gerade so halte und die sitzt so halb und guckt nicht gerade begeisternd. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich will nur sagen, die lebt auf den Bildern noch, also die sieht da nur bockig aus. Und jedenfalls in meinen Augen, weil ich ja weiß, wie sie sonst aussah, wenn sie nicht bockig mit mir war. Naja, auf jeden Fall wurde sie dann so um 6, 5 rum, wurde sie immer ruhiger, also immer komischer. Da habe ich ihr halt was zu trinken dann angeboten und was zu fressen angeboten. Das wollte sie alles nicht mehr. Beziehungsweise hat sie noch ein bisschen genommen, ein paar Minuten später oder eine halbe Stunde später. War schon so, dass es gar nicht mehr wollte, dass sie den Kopf nur noch in den Trinknapf so gestülpt hat und als will ich sagen, ich will jetzt da drinnen ertrinken oder so. Auf jeden Fall, sie wurde dann ein bisschen nass, ich habe sie rausgehoben und habe sie dann halt immer hier gestreichelt und ich habe auch schon gemerkt, sie ist nicht mehr die Alte und ich hatte irgendwie ein Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, habe erst so gedacht, soll ich die jetzt aus den Töpfern anrufen, was mache ich? Andererseits wusste ich, wenn ich die jetzt anrufe, die kann auch nichts ausrichten. Naja, dann hatte ich sie hier noch eine Weile auf meinen Schoß, habe sie gestreichelt. Sie war ganz komisch und ich dachte noch, ich habe noch zu ihr gesagt, ich würde hier jetzt nicht gestorben, wir haben so viel durchgemacht, du stirbst jetzt nicht, habe ich noch so gesagt. Und dann habe ich sie hier wieder auf die Seite neben mir gelegt, weil ich noch was ausfüllen muss, was ich eigentlich ein bisschen spät gefüllt habe, weil ich das eigentlich hätte schon längst abgeben müssen, aber das ist durch meine Renovierung alles untergegangen und dann habe ich noch so ausgefüllt und noch überlegt und habe noch überlegt, wie ich das am schnellsten losschicke und ja. Ich weiß bis jetzt auch nicht, ob ich fertig war. Auf jeden Fall gucke ich auf einmal wieder zur Merle.
Hab die dann gerufen. Die hat nicht reagiert, dann habe ich sie hochgenommen. Und dann klappte der Kopf halt schon so komisch nach vorne, aber sie bewegte sich halt so ein bisschen. Da habe ich dann an ihrem Brustkorb halt so gehorcht. Und da habe ich halt gemerkt, dass ihr Herz nur noch ganz schwach schlägt. Und ja, dann habe ich halt zum Telefon gegriffen, habe die von Töpfern angerufen und habe so gesagt, ich glaube, Merle verstirbt hier gleich. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Und die, nein, was soll ich falsch gemacht haben? Ich weiß auch nicht, ich habe auch immer noch die Idee, habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich ihr nicht genug zu trinken gegeben in der Hitze oder so? Obwohl die beiden Töpfern sagt, das ist Quatsch. Weil, wenn sie was wollte, habe ich ihr gleich was gegeben und ich habe sie auch so immer zwischendurch angeboten, weil ich immer Angst hatte, also jetzt einen Hitzeschlag bekommen, was ist da los? Obwohl sie in der Wohnung eigentlich noch ging. Es stand hier zwar immer die Luft, aber es war nicht sonderlich heiß. Es war eigentlich immer ein bisschen über 26 Grad hier drinnen. Es war sehr bullig und es stand die Luft, aber es war jetzt nicht wahnsinnig heiß oder so. Naja, auf jeden Fall habe ich da noch mit der aus dem Töpfern telefoniert und halt dann Merle weiter auf dem Schoß gehabt, beziehungsweise hier rumgetragen und dann, ja, während des Telefonats ist sie dann praktisch verstorben. Ja. Und ja, die aus dem Töpfern hat gesagt, ja, ich möchte mich für die schöne Zeit, muss ich mich eigentlich bei Merle bedanken, dass wir halt eine schöne Zeit hatten. Und ich sollte mir halt nicht zu Herzen nehmen, weil so ist der Lauf der Dinge und mehr, ich hätte eh nicht behalten können und es ist so das Beste. Ich habe ja auch zu ihr gesagt, ich bin ja auch ein bisschen froh, dass es so gekommen ist, weil ich mir, wie gesagt, so die Gedanken gemacht habe, wie das alles mit Merle in Zukunft wird, weil wenn sie nie laufen kann, beziehungsweise nicht sitzen kann, das ist kein Leben und wie gesagt, die Augentöpfmann hätte auch nicht die immer pflegen können, sag ich jetzt mal. Von daher ist vielleicht für alle das Beste. Ja, ich hatte gestern ein Video abgedreht, wo ich euch ein bisschen erkläre, warum die letzten Wochen keine Videos kamen. In dem Video, was ich gestern gedreht habe, erzähle ich, dass ich Merle noch habe. Und wieso die Pläne waren. Also nicht, dass ihr euch wundert, warum ich dann in dem nächsten Video, weil dieses Video kommt ja zuerst, warum ich in dem nächsten Video dann von Merle rede, obwohl Merle gar nicht mehr da ist, weil ich denke mal nicht, vielleicht werde ich den Teil auch rausschneiden, muss ich mal sehen. Wie oder was, aber falls ich in dem nächsten Video, was jetzt kommen wird, die nächsten Tage von Merle rede, das liegt daran, dass ich das Video dann vor diesem hier gedreht habe, aber vielleicht nehme ich den Teil, wo ich von Merle rede, auch einfach raus, damit nicht so Verwirrung kommt, muss ich mal sehen, ja, wie gesagt, Merle ist heute gestorben, wie gesagt, am 24.10. finde ich im Nachhinein, ja, irgendwie ein bisschen komisch, ausgerechnet heute. Heute, wo sich das dritte Mal die Lachbreit jährt, halt, finde ich halt, und Merle stirbt, das finde ich halt irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht soll es irgendein Zeichen sein oder so, aber vielleicht ist es, ja, auch nicht nur Zufall. Wie gesagt, ein bisschen bin ich erleichtert, ein bisschen bin ich natürlich auch traurig, aber wie gesagt, ich wäre auch genauso traurig gewesen, ich hätte Merle abgeben müssen und Merle wäre dann von Fuchs gefressen worden. Die Frau aus dem Töpfern hat gesagt, ich soll
heute Nacht auf die Terrasse tun. Entweder es holt sich noch ein Fuchsmerle, weil jetzt tut ja Merle nicht mehr weh. Oder wenn sie morgen früh halt noch da ist, dann werde ich sie halt dann begraben. Ich habe jetzt schon ein ziemlich tiefes Loch gegraben für Merle, und wenn Merle halt morgen früh von weg ist, sich irgendein anderes Tier geholt hat, dann ja, war der Tod nicht ganz umsonst. Wie gesagt, jetzt tut er nicht mehr weh. Ich hätte es schlimmer gefunden. Merle wäre auf der Weide gewesen und irgendein anderes Vieh hätte sie erst tot gemacht und dann verspeist, obwohl es auch ein Lauf der Dinge ist, muss man klar so sehen. Aber ja, es ist immer was anderes, wenn man Tiere halt tot sieht. Als kennt man sie gar nicht, dann ist es dann immer was anderes. Wie gesagt, Merle ist verstorben, es war mal eine ganz andere Erfahrung, dabei zu sein. Oder mehr oder weniger halb dabei zu sein. Ja, eigentlich ist es immer für mich immer erstaunlich, so ein Wesen, oder ist auch bei Menschen so, was bleibt, ist nur noch eine Hülle. Und man fragt sich wirklich, wo ist das Leben hin, wo geht das hin? Ja, finde ich dann immer ein bisschen erstaunlich, jedes Mal auf neue. Übrig bleibt nur die Hülle, ob es jetzt Hamster sind, Menschen sind, Gänschen sind. Ja, wie gesagt, ja, ein bisschen fehlte mir schon. Vorhin, wo ich dann, ich habe ja dann den Müll auch weggeschafft, weil ich auch dann, ja, ich hatte für sie Kartoffeln gekocht und klar hätte ich die morgen noch essen können, aber irgendwie wollte ich das auch nicht, weil die waren für Merle gedacht und ja, mir die dann morgen zum Mittag zu machen, finde ich persönlich nicht richtig, weil erstens hätte ich mich wieder an Merle erinnert, was ja nicht schlecht sein muss oder soll. Aber ich wollte die Kartoffeln halt nicht essen, weil sie für einen anderen Zweck gedacht waren und deshalb habe ich sie halt weggeschmissen. Ich weiß, dass Kartoffeln zur Zeit sehr teuer sind, aber für mich, ich konnte es nicht mit mir vereinbaren, die noch zu essen, weil die, wie gesagt, nicht für mich waren, sondern für Merle, und Merle ist nicht mehr da. Und ja, deshalb. Es kann vielleicht einer jetzt nicht nachvollziehen, aber gut, man muss ja auch nicht immer alles nachvollziehen, was ich so im Kopf habe. Ja, wie gesagt, ja, es war eine tolle Zeit mit Merle. Es war, wie gesagt, eine einmalige Zeit, sowas kommt nie wieder. Ja, ich und die aus dem Tipp waren, die ich da kenne, haben nur gesagt, vielleicht kann ich mich ja beim Tierschutz engagieren, da könnte ich auch ab und zu mal ein Tier kriegen, da könnte ich das halt auch aufziehen, wie es um am Berg ist. Aber ich müsste mir natürlich auch im Klaren sein, dass nicht jedes Tier schafft, also das will dann schon gut überlegt sein. Aber es wäre halt nur für eine gewisse Zeit, und das sind Dinge, die könnte ich mir vorstellen, weil ich habe gesagt, Tier. Ein Tier, was ich jetzt hier länger habe, will ich erstmal nicht. So wie das mit Merle war, zur Pflege, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber sowas, was ich jetzt 2, 3 Jahre, 10 Jahre habe, das kann ich mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen. Naja, gut. Naja, nur damit ihr wisst, das ist jetzt so mein Update. Wie gesagt, es kommt noch ein Video, wo ich euch erkläre, was die letzten Wochen so los war, warum nichts kam. Das hier war ja jetzt mehr ein spontanes Video. Und da kommt noch ein Video, wo ich euch das zeige, was ich für die Lachberät-Opfer gemacht habe. Oder ja, das kommt dann auch noch. Ja, und das sage ich mal, das war es dann erstmal wieder von mir, für euch, für heute hier.